Das Schlosshotel Dormero verwandelte sich am Wochenende in eine Weihnachtsbäckerei. Im Rahmen einer wohltätigen Aktion der Emanuel-Wörl-Stiftung kamen rund 20 Kinder mit ihren Eltern zum gemeinsamen Backen. Mit dabei auch CSU-Bundestagsabgeordnete Dagmar Wörl. Es ist meist vorher ein kleiner Brunch und nachher dürfen sie Plätzchen backen. Also sie kriegen eine kleine Schürze, sie kriegen Mützchen und dann geht's feste los. Highlight des Tages? Das Christkind höchstpersönlich schaute vorbei. Die Kinder nutzten die Gelegenheit und gaben ihm gleich ihren Wunschzettel mit.